Schon wieder Arsenal. Ja. Wo ist anscheinend mit ihnen zusammen ausgelost worden, der letzten 32. Tisch hat sich aber bewegt. Ja, ich bin gegengestoßen. Roberto Kubo. Digga, du spielst einmal mit Affengruber. Wo bin ich denn überhaupt? Ganz oben wieder. Wanderwerf. Ganz oben rechts, so wie immer. Ne? Eigentlich hätten wir das simulieren können. Er geht auch wieder raus. Ich brauche immer keine Tasche mehr. Ne, du bist so fame, die trägt dir jemand hinterher. Achso, hast du die Rückrunde, deswegen. Ja, natürlich. Ja, habe ich gar nicht so gecheckt, dass es ja wieder Rückrunde gibt. Ne? Ja, das war ein Ball, der zu weit bereinigt wurde. Also wenn da noch ein Tor draußen entstanden worden wäre, dann keine Ahnung. Na? Guter Einsatz, er hat den Ball. Da ist Platz auf dem Flügel. Tut er aber nicht. Hat zu lange gebraucht. Ja, ich auch. Ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Drei Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Sofort. Die Chance zur Führung. Tor. Genau, 10 Minuten. Fehler steht jetzt 11 Minuten und dreh ich durch. Nein, da steht 10. Aber dem, wenn du kurz vor der 11. wärst. Ne? Ja. Das Ding ist, Messi hat schon alles gewonnen, außer Weltmeister. Ja, wie oft willst du die Geschichte noch erzählen? Ich finde das lustig irgendwie. Ja. Es ist halt belastend für Messi so, aber ich finde es lustig. Das hat halt nur damit zu tun, dass seine Nationalmannschaft Argentinien nie so gut war, Weltmeister zu werden, ne? Doch schon. Aber Deutschland hat halt 2014 weggekickt, ne? Messi natürlich gefickt, auf Deutsch gesagt. Ja, also nicht stark genug, um Weltmeister zu werden, weil zu dem Zeitpunkt, von dem du redest, Deutschland besser war. Sonst wären sie echt Weltmeister geworden. Ne? Deine Mannschaft war bisher nicht gut genug, Weltmeister zu werden, weil sonst wären sie ja Weltmeister. Ne? Ja. Ich meine, für Messi natürlich ärgerlich, dass, ne, Götze da noch so ein Tor reinmachen muss. Ne? Aber so ist nun mal gekommen. Und ehrlich gesagt, ob man die nächste WM gewinnen will, ist eine andere Frage. Ne? Wie jetzt? Na, Katar, willst du das wirklich gewinnen? Warum? Na. Wenn du das gewinnst, bist du aber, hast du dein Gewinn auf sehr vielen Leichen aufgebaut. Ne? Diese Leichen? Na, mit den ganzen Arbeitern, die beim Bau der Stadien gestorben sind. Sieht vielversprechend aus. Na, nie was aus Katar mitbekommen? Nö. Gastarbeiter, die ausgebeutet werden. Ein Haufen Gastarbeiter sind schon gestorben während der Bau der Stadien. Die WM ist eh gekauft. Ne? Das geht ja natürlich nicht. Ja, deswegen, ne? Boykottieren doch viele die WM. Und fordern es auch von Deutschland und so. Aber die sehen halt auch nur das Geld. Ich meine, ist klar, wenn der größte Anteil der deutschen Spieler Katar auf dem T-Shirt stehen hat, ist doch klar, dass man nur das Geld sieht. Ne? Das ist halt das Problem, dass Katar so reich ist. Ne? Dass denn der große rote Verein sagt, ja, komm, wir kommen gerne zu euch. Ne?
Ja. Natürlich. Natürlich schreiben wir unseren Namen vorne schön dick auf die Trikots. Ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Hä, Digga, wie lange braucht er denn, um sich umzudrehen? So lange brauche Guck ich dir nicht nur mal. das Trikot von Thomas Müller und Co. an. Dann weißt du, was ich meine. Dass das schön fett drauf auf der Brust steht. Na? Weißt du Sag mal. es? Na? Zeig mal. Na, Qatar Airways. Ja, weiß ich doch nicht. Ich gucke mich Ist die nicht Fl an. Mann, Qatar Wann denn? Airways ist die Fluggesellschaft von Katar. Die gehört dem Staat. Deswegen ist Bayern da auch gerne zu Gast. In Katar. Okay, keine Weil Ahnung. größter Sponsor Katar ist. Ne? Deswegen, die Spieler können zwar nicht viel dran ändern, aber deswegen ist es schon ein bisschen heuchlerisch, auf der einen Seite für die Menschenrechte einzustehen. Ne? Weil in Katar ist schwierig, wie gesagt, Arbeitsbedingungen und gegen Homosexuelle mögen sie auch nicht unbedingt, die sind da verboten. Ne? Na, und auf der einen Seite schön dafür einzustehen, wie, naja, ne? Mit Regenbogenbinde oder zu den WM-Quali-Spielen immer vorm Anfang, ne? Aber auf der anderen Seite schon sehr heuchlerisch, wenn man bei einem Verein spielt, auf dessen Brust Qatar Airways steht. Natürlich, wie gesagt, die Spieler können nicht viel daran ändern, aber trotzdem ist es, ne? Was ist Ares jetzt? Also Ja, eine Ares kann. Fluggesellschaft, die Fluggesellschaft von Stadt Katar. Hä, ist das nicht eine Kaugummi-Marke? Nein, Airways heißt, ist eine Qatar Airways ist eine Fluggesellschaft, Okay. die dem Staat gehört, ne? Das ist halt das Schwierige an der WM. Wie gesagt, ne, einerseits die schwierigen Menschenrechte, ne, die Gesetze gegen Homosexuelle und so, ne, und alles. Und dann die Arbeiter ausgebeutet werden, die Gastarbeiter besonders, ne, für den Bau dieser Stadien. Ne, dann verschleiert wird, wenn jemand stirbt, dann sind sie dann entweder am Herzstillstand oder im natürlichen Tod oder so gestorben und sind nicht doch vom billigen Gerüst gefallen oder so. Ne, offiziell. Ne? Ne? Was war das? Der Mindestlohn? Du musst dir vorstellen, der Mindestlohn in Katar, der meistens nicht gezahlt wird, nicht mal gezahlt wird, ne? Liegt irgendwie bei 2 Euro oder so. Und die meisten Gastarbeiter kriegen nicht mal das. Ne? Dann kannst du dir vorstellen, warum die WM so schwierig ist. Ne? Auf der einen Seite willst du Deutschland sehen, wie sie gegen gute Fußballnationen spielen und vielleicht wieder eine WM gewinnen. Ne? Auf der anderen Seite ist halt Katar ein schwieriges Land. Ne? Was sehr auf Menschenrechte scheißt. Ne? Das ist halt so schwierig bei der WM. Ne? Komm, den Rest müssen wir skippen, Mann. Ja, es sind insgesamt 6 zu 0. Guck mal, ist nicht mal was passiert, nachdem du es geskippt hast. Ja, jetzt sind drei Events, waren da drei Tore. Na? No?